Ölpest hier am Kamala Beach. Schaut euch die. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Videos gemacht hier von dem 7-Eleven. Schaut euch an, wie riesig der wird. Vor kurzem, gestern war noch ohne Fenster, gell? Gestern waren noch keine Fenster drin, oder? Heute sind schon die Fenster drin. Und schaut es euch an, was es für Riesen, was es für Riesenladen wird. Naja, da gibt es dann Hamburger und alles für 30 Watt. August. In 2 Tagen. 2 days. Wahnsinn, Riesenladen. Open. Ja. 8 August, 2 days, Song 1, okay. Riesengroß. Wahrscheinlich mit einem eigenen Imbiss drin, mehr oder weniger. Da werden sie auch gleich so einen Imbiss mit reinmachen, weißt du? Ja, da haben wir. Die haben wir dann oben auch noch mal was in der zweiten Etage. Naja. Die Leute sollen halt nur noch für 30, 40 Baht, auf Deutsch gesagt, Müll fressen, Industriemüll, ne? Billiger wie McDonalds. Ich meine, die Hamburger bei denen kosten 30, 40 Baht. Du, ich habe mal solche Hamburger gesehen in Raja Island. Das waren Chicken und Beef. Die haben sie da so gemacht, ne? So Fertigdinger. Die haben fürchterlich ausgebaut von der Farbe. Gar nicht echt irgendwie. Ganz künstlich. Wer weiß, was das war. Bei McDonalds heute bis zeigen wir auch ewig. Ja. Ne? How are you? Okay, you? Look at the big 7-Eleven they make here. You see? Look. One big 7-Eleven, two story. Again? Ja, ja, now they make big one. It's 3 times the size, ne? Oh, okay. From before. Now you can get hamburger for 30 baht at 7-Eleven. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, it's all. It's not the best of it, I think. Yeah, I walk a little bit on the beach. I like, walk around. Yeah, I was sick also again. Huh? Yeah. I think first time okay, but then too much cold beer, blah, 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 come back. Huh? Now I will not drink until 100% finished. But it's difficult, huh? When you drink tea and water for 1 week, and then you get a cold beer, you just want to drink. Huh? Yeah, nothing for simple. But I have to say, I lose 3 kilograms since I have that cold. Not bad. Yeah. You see tomorrow? Tomorrow, yes, yes. Okay. See you tomorrow. Untereinander abgehabt, ne? Nicht nur wir. Ja, unter die gewissen Stämme. Die haben ja Krieg für da, ne? Ja, die haben ja selber sich selber versklavt, also. Es war halt damals der Handel, der war halt so, ne? Da war halt ein gutes Geschäft. Aber schau mal her, was hier los ist. Also ist doch erstaunlich viel los. So, ich tue mal meine Schuhe abstellen, mal schauen, ob sie dann noch da sind. Beachwalk heute am 6. August mit dem Jürgen. 6. August? 6. August 2023. Schöner Sonnenuntergang hier. Ganz schön was los für die Low Season. Viele Russen natürlich auch. Aber es sollen angeblich auch einigermaßen Deutsche da sein. Die lesen, ja. Das ist mal ein Koreaner, glaube ich. Being full today or what? Full, normally full, yeah. But no same high season, low season, many. Yeah? Many German or? Yeah. Huh? No German. No German? Little bit. So. Ja, er sagt wenig Deutsche da, er hat nur 2 heute gesehen. Ja. Wie viel? Naja, wenn du da ein Geschäft hast, da hast du ja keine Zeit. Über Corona bin ich auch überall hingekommen, aber jetzt habe ich auch keine Zeit mehr. Freitag, Samstag. Wir waren auf dem Weg nach früher, haben wir gedacht.
wir kommen gerade mal einen Strand weiter. Ja, wollen der Kamala anschauen. Ausland, ja. Was machst du hier an meinem Strand? Hast du Eintritt bezahlt? Ja. Kamala Beach Hotel. Da haben wir jede Menge Betten. Ich weiß gar nicht, wie viel. 300 Zimmer, glaube ich, oder was? Ja, Sandwing, Sandbrein. Eins ist für Kinder und eins ohne Kinder. Ja, das ist gut besucht. Naja, jetzt gibt es ja in England wieder neue Covid-Virus. Mal schauen, was da draus wird. Ja. Die haben was getrunken. Ha? Und die haben was getrunken. Ja, wieder was Neues, ne? So, jetzt sind wir fast hier an der Friedhofsmauer. Jetzt sind wir langsam zurücklaufen. Also wie man sieht, ganz schön was los zur Low Season. Aber ist halt zu wenig, dass es zu uns viel hinterdrückt, ne? Kommen schon immer Leute, aber... Hallo. Ja, schau, da oben die Smile Bar. Lilo Island. Ja, ich war eigentlich schon ewig nicht mehr da zum Sonnenuntergang. Das ist Wahnsinn, wenn du hier lebst. Zu Corona war ich fast jeden Tag da. Hoppala. Naja, normalerweise schaue ich nicht am Boden, wenn ich am Strand laufe. Ja, Ölpest hier am Kamala Beach, schaut euch die Scheiße an. Ja, ich habe mir gerade so gedacht, wenn du jetzt das erste Mal in Thailand bist und dich nicht so auskennst und dann siehst du hier den Wegweiser zum Big Sea und jetzt hat die Moonbar auch noch zu, ich zeige es jetzt noch einmal. Schau, hier ist praktisch die Beach Road, hier ist ja alles noch schön hell. Na, da vorne ist ja das Kamala Beach Hotel und das Tsunami Monument in der Richtung. Und wenn du jetzt hier reinläufst, die Sea Market, das ist auch der Weg zur Kokosnuss, dann ist es natürlich so, wenn hier die Moon Bar zu ist, dann ist es schon sehr dunkel. Ne? Wenn man jetzt das erste Mal in Thailand ist und sich vielleicht nicht so auskennt, da hat man vielleicht doch ein wenig Angst, in so dunkle Gassen zu gehen. Aber ich zeige es euch jetzt einmal. Auch im Dunkeln kein Problem. Normal ist die Moonbar hier, die hat dann Licht, aber die ist halt heute zu, leider. Und dann ist halt die Gasse dunkel. Aber trotzdem ist es kein Problem, da reinzulaufen. Und von hier sind es ungefähr noch 200 Meter zu uns. Oder so circa hier Tiwa Seafood. Genau, guten Abend. Und dann, ja, dann läuft man hier ein bisschen so einen leichten Zickzackkurs. Und dann sieht man hier dieses Tiwa Seafood, ist momentan natürlich auch wenig los. Jetzt haben sie ein Licht angemacht, sind ja gerade eingefallen. Das ist natürlich auch schon wieder besser wie gerade. Und da vorne das grüne Gebäude, also das grün beleuchtet ist, das ist die Kokosnuss. Na, ist schon dunkel die Gasse, wenn du das erste Mal da bist und nicht mehr rauskommst. Ja, ist nicht unbedingt für jeden Erstbesuch da. Na ja klar, die Leute sind ja gewöhnt in was weiß ich wo, da ist gefährlich und bla bla bla. Ne? Aber das ist ja Gott sei Dank in Thailand nicht so. Da ist auch nochmal ein Restaurant, das hat zu zur Zeit. Hier ist das Palms, der Hintereingang. Also das Palms ist auch direkt bei uns in der Nähe. The Palms. Ja, und da vorne ist die Kokosnuss im Dunkeln, grün beleuchtet. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.